Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Gesprächs mit meinem Kollegen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir zu Europa, Europa in der Krise. Wie können wir die Europäische Union krisenfest machen und was lernen wir daraus? Das eine ist ja die Zukunft die wirtschaftliche Situation der Europäischen Union, aber ich glaube, dass die Europäische Union zu kurz gedacht ist, wenn man die nur über wirtschaftliche Erfolge rechnet. Ich habe das jetzt gerade ja beschrieben, in so verschiedenen Ländern oder in Wettbewerben mit anderen Wirtschaften, aber wir haben ja noch eine ganz andere Grundfrage, was hält eine Europäische Union zusammen? Und das ist ja schon immer noch die Frage, es sind die Werte, es ist das Demokratieverständnis. Es ist die Frage der Rechtsstaatlichkeit, und da haben wir ja nun innerhalb der Europäischen Union durchaus auch Defizite in Ländern, bei der wir die Frage beantworten: Was machen wir eigentlich mit den Ländern? Wollen wir es dauerhaft akzeptieren? Wollen wir immer nur den drohenden Zeigefinger sagen, das dürft ihr nicht? Oder gibt es auch entsprechende Konsequenzen? Wie siehst du das? Ich glaube, man muss im Gespräch bleiben, auch mit den schwierigsten Personen. Das war ja übrigens Du auch meinst ja zum Beispiel Orban. zum Beispiel der Herr Orbán, genau, dass du jetzt mal das Wort Voldemort in den Mund genommen hast, finde ich spannend. Aber ich glaube, dass im Gespräch bleiben natürlich klar ist. Wir haben ja auch in Zeiten des Kalten Krieges und der Blockkonfrontation gab es ja auch Gespräche mit Diktatoren. Gleichzeitig muss auch völlig klar sein, dass man nicht zu allem einfach Ja und Amen sagt oder ist halt so, weil das, was in Ungarn passiert, ist schon jetzt wirklich deutlich über die Grenze hinaus. Das, was man noch als rechtsstaatlich bezeichnen kann, im Prinzip Generalvollmacht an eine Regierung erteilt, die Na sich. gut, die Europäische Union oder besser gesagt, die haben es ja nun gerade geprüft, die Kommissarin, die sagt, das ist gerade noch akzeptabel, das Ja, sei also das. nicht verletzt, man wird das nicht entsprechend verfolgen. Ein bisschen anders ist das in Polen, wo im Moment ja der Europäische Gerichtshof bezüglich der Justizreform klar geurteilt hat und gesagt hat, man wird weiter urteilen. Also da ist es in der Tat auch juristisch noch, ne, belangbar. Ungarn ist im Moment politisch schwierig und das ist ein Grenzgang, gar keine Frage. In Polen ist es im Moment so, dass der Europäische Gerichtshof ja schon geurteilt hat, ne? Also es wird jedenfalls, das sind die beiden Problemländer in Anführungszeichen, wo es zumindest Sorgen gibt. Ich will aber mal sagen, ich will jetzt nicht zu pessimistisch sein, Stichwort, kommen die noch mal auf den richtigen Weg in Anführungszeichen. Ich habe vor 10 Jahren auch gedacht, als es schon viel Kritik an Erdogan gab, naja, der versucht jetzt da etwas, Stichwort Modernisierung der Türkei, Mittelschicht, Ausgleich zwischen armer Landbevölkerung und eher elitärer Stadtbevölkerung, wo man sagen kann, naja, okay, ist vielleicht auf dem richtigen Weg, und dann hat er irgendwann sogar mal einen Fernsehsender in kurdischer Sprache erlaubt und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig war völlig klar, sobald er sich in seiner Macht bedroht sah, galt das auf einmal alles nicht mehr. Und da muss man sehr klar sagen, bis hierhin und nicht weiter. Aber ich will zur Frage europäische Werte oder woran wir uns gewöhnt haben, mal sagen, Stichwort Grenze. Ich bin ja nicht als Deutscher geboren, sondern ich bin als Bürger der damaligen Arabischen Republik Jemen geboren, zwar in Offenbach, aber das hat damals das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht noch nicht so interessiert, der Geburtsort oder auch die deutsche Aber Mutter. der leichte Offenbarer Slang ist trotzdem Ja, da. genau. So, und bei mir war es so, bevor ich 4, 5 Jahre alt war einmal rund um den Bodensee nicht nur 3 Grenzkontrollen, sondern 2 Visa. Mit dem Ergebnis, dass es nicht stattgefunden hat. Und das ist eine Situation, das kennen die meisten lebenden Menschen hier gar nicht mehr. Und ich habe neulich einen Bericht aus Konstanz gesehen, wo man quasi gefühlt mitten durch die Stadt jetzt so einen Doppelzaun gebaut hat, damit die Leute sich noch nicht mal mehr die Hand geben können. Und da wird einem vielleicht auch wieder klar, was wir in den letzten Jahrzehnten erreicht Ich habe haben. das Ganze mit einem ganz anderen Beispiel sogar Ja. auch noch. Du hast es persönlich erlebt, durch deine Vita, aber das haben auch wir erlebt durch deutsche Teilung. Ne? Genau. Also wenn man sich das anschaut, da waren Familien getrennt.
Man konnte sich nur mit Visum besuchen, brauchte lange Erlaubnisse. Berlin war geteilt, also die Mauer. Insofern haben wir das ja nur noch, sagt man, jüngster Geschichte selbst noch ein Stück vor Augen. Und ich glaube, die Dankbarkeit der offenen Grenzen innerhalb Europas ist bei den Deutschen, glaube ich, wirklich besonders verwurzelt, weil wir Deutsche, zumindest meine Generation, deutsche Teilung kennt und weiß, was es bedeutet, sich nicht frei bewegen zu können. So ist es. Und im Übrigen musste man dann nach dem Zwangsumtausch nicht mehr, was man mit den Ostmark machen sollte, die irgendwie nirgendwo unterzubringen waren. Man hat ihn dann bei den Verwandten gelassen, die auch nichts damit anfangen konnten und auch noch ein paar Westmark dagelassen. Also ja. Gut, jetzt hört sich das bei uns beiden so an, als erzählen wir Geschichten aus dem Kartoffelkrieg. Das ist aber alles in unserer Lebenszeit und so alt sind wir jetzt auch noch nicht. Wir gehören jedenfalls beide noch nicht der Risikogruppe an. Deutlich, würde ich mal sagen. Aber ich komme jetzt nochmal wirklich zur Zukunft der Europäischen Union. Das eine ist ja Einheit in Vielfalt. Die Vielfalt hilft uns in vielen Bereichen. Also, dass es Leistungsstarke gibt, die auch anderen ein Stück mithelfen können, die auch Beispiel sein können. Und wir können auch von anderen lernen, das ist gar keine Frage. Dass wir auf unterschiedliche Situationen auch unterschiedliche Antworten geben können, so wie wir es im föderalen Deutschland haben, so ist es auch in der Europäischen Union richtig und wichtig. Und trotzdem ist die Grundfrage, welches Konstrukt werden wir zukünftig haben. Das ist eines, das mich schon sehr, sehr beschäftigt. Das ist immer die Grundfrage, wie stark muss eine Europäische Kommission sein, die Institutionen sein, wie stark ist die Stimme nach außen. Ich glaube, dass wir in der Außenpolitik wesentlich stärker sein müssen mit einer gemeinsamen Stimme und auch mit einer gemeinsamen Position. Ich hatte vorhin gerade die Positionierung zu Russland genannt, ein Beispiel. Ich glaube, dass wir da besser und stärker sein könnten. Es ist immer die Frage, lassen es die Leute zu? Das lässt die Bevölkerung zu. Wie kann man die davon überzeugen, dass wir gemeinsam stärker sind und wir trotzdem die Vielfalt zulassen und dass wir trotzdem souveräne Staaten bleiben können? Weil ich bin wieder dabei, die Vereinigten Staaten von Europa waren eine schöne Vision, sind aber ganz weit weg. Und trotzdem bin ich auch wieder bei der Frage Krisenmodus. Ne? Was machen wir zukünftig? Wie sind wir so stark, dass wir die richtigen Antworten geben können und dass wir auch ein unterschiedliches Tempo zulassen? Schönes Beispiel ist eben die Grenzöffnung, die Wiedergrenzöffnung während der Krise. Jetzt gibt es ja mehrere Staaten, die zusammenarbeiten. Ich habe gerade heute gelesen, dass die lettischen, die baltischen Staaten beschlossen haben, dass sie sich absprechen werden, dass die gemeinsam beschließen, wer wann wie öffnet. Das ist ja durchaus sinnvoll, das so zu tun, dass man sagen kann, lass doch in bestimmten Bereichen auch Staaten zusammenarbeiten, wenn es für das Ganze gut ist und nicht alles zwangsvereinheitlichen. Ja, wobei, da ist ja manchmal auch die Bevölkerung und sind die einzelnen Menschen ein bisschen ambivalent und widersprechen sich selbst. Ich kriege das oft mit, dass einem ein und dieselben Leute sagen, also die Europäer müssten mal, ne, so Stichwort Brüssel hat dann dieses oder jenes nicht gesteuert. Und im nächsten Punkt, was ihnen vielleicht missfällt, sagen, wieso maßen die sich an, das jetzt zu entscheiden? Das ist, glaube ich, etwas, kann man nie komplett klären, muss man immer austarieren. Aber ich will jetzt mal, wird dich wundern, jemanden loben, den ich hier nicht jeden Tag lobe oder gelobt habe, als er noch lebte und im Amt war, das war Helmut Kohl. Der Mann war kommt nicht ganz so häufig vor, dass du den lobst, stimmt. Der Mann war Historiker und das merkt man auch. Der hat sozusagen nicht einfach nur gerechnet, plus minus, in Anführungszeichen, Außenhandelsbilanzen und Ähnliches, sondern der wusste wirklich aus ja auch leidvoller persönlicher Erfahrung, als 15-, 16-Jähriger noch Kriegsteilnehmer, dass diese Situation, in der Europa war, dass das nie wieder geschehen darf und hat mit dem Maastrichter Vertrag ja etwas in Gang gesetzt, Binnenmarkt, Freizügigkeit, auch den Euro letztendlich. Das war ja jetzt auch damals nicht unumstritten, um es mal vorsichtig zu sagen. Er war mit dem Herzen dabei. Genau. Er hat am Ende zwar auch gerechnet und wusste, dass das auch Deutschland nützen wird. Ist ja auch so. Also die Europäische Zentralbank steht in Frankfurt. Und wenn man sich die letzten 20 Jahre anschaut, deutscher wirtschaftlicher Entwicklung, hat ja der Euro vor allem Deutschland genutzt. Es ist ja ein Teil auch der sozusagen schlechten Laune, die es teilweise in Italien und Spanien gibt. Aber er hat auch gesehen, dass an dieser Stelle man einfach dann mutig vorangehen muss. Und ich bekenne mich schuldig,
Als ich nämlich damals, war ich paar 20, rund um den Maastrichter Vertrag, auch zu denen gehört habe, denen das eine nicht gepasst hat, das andere nicht schnell genug ging und dann so nach dem Motto L'Europe oui, Maastricht non. Und im Nachhinein muss ich sehen, der hat einfach Schritt für Schritt gedacht und wusste, dass wenn man einmal den Binnenmarkt hat, dass das dann quasi automatisch die Freizügigkeit irgendwann auch der Personen nach sich zieht und später dann Schengener Vertrag, nicht nur der Unionsbürger, sondern quasi aller, Wegfall von Grenzkontrollen. Deswegen tut es mir auch so weh, was ich gerade sehe, dass halt überall die Schlagbäume gerade wieder runtergegangen sind. Es gibt ja so Populisten, die glauben, dass man als Nation stärker wäre als Einzelnation, als in der Gesamtheit. Die haben wir in Deutschland, die den Leuten erzählen, dass uns alleine besser ginge. Und die gibt es auch in anderen Staaten, haben wir im Brexit, beim Brexit gesehen, ne? Die entschieden haben, dass sie aus der Europäischen Union rausgehen. Aber es war eigentlich auch ein schönes Beispiel dafür, dass wenn man mit dem Herzen nicht dabei ist. Wir hatten ja häufig den Blick als Kontinentaleuropäer auf die Insel, indem wir glaubten, die würden genauso denken und fühlen wie wir und hätten die gleichen Erinnerungen und die gleichen Geschichte, haben sie aber nicht. Die haben nicht diese emotionale Bindung, wie wir sie an die Europäische Union haben. Und das ist doch eigentlich auch eine der Hauptaufgaben, die wir haben, mit dem Herzen dabei sein, aber sich auch mal in die Position der anderen zu versetzen, die man weiterhin dabei haben will und nicht nur alles aus der eigenen Perspektive zu sehen. Wenn wir im Grundgedanken haben, wir wissen, dass wir nur gemeinsam stark sein können, das ist die Überschrift überhaupt. Dazu gehört Solidarität, die kann man so oder so definieren, wie tief die gehen muss und wie der Weg oder wie man das entsprechend gestaltet. Aber das ist das, was einen unbedingt leiten muss. Ohne Herz geht's nicht. Das hat man jetzt, wie gesagt, in Großbritannien gesehen, die Bindung in der Form nicht hatten, die einen komplett anderen Blick als wir hatten und wir den Blick wahrscheinlich nicht erkannt haben und wir uns vielleicht auch in der Vergangenheit ein Stück zu wenig um die gekümmert haben, auch die hinzugekommen sind, wie andere denken und wie unsere eigenen Maßstäbe angelegt haben. Und deshalb komme ich wieder zum Thema Ungarn und Polen. Einerseits klar sagen, was nicht geht, aber andererseits vielleicht auch verstehen, warum man da so denkt und noch andere Antworten gibt, als wir sie geben, aber mit dem Ziel zusammenzubleiben. Da bin ich wieder beim Historiker Helmut Kohl. Der hätte gewusst, dass man niemals von einer Achse Berlin-Moskau sprechen darf, weil dann in Warschau die Alarmglocken angehen. Das hat nämlich Invasionen und millionenfachen Tod bedeutet für Polen, mehrfach in der Geschichte. Dass Polen gar nicht existierte und sich quasi Russen, Deutsche, Österreich, Ungarn das Land quasi aufgeteilt haben. Gleichzeitig aber auch, das sieht man übrigens auch an Großbritannien, dass zu viel Zugeständnisse am Ende auch nichts helfen. Die haben einen anderen Blick auf Europa. Wenn die über den Kanal fahren, sagen die nicht, wir fahren nach Frankreich, die sagen, wir fahren nach Europa. Das ist so, das ist vielleicht auch bei Inseln immer so, das weiß ich nicht, bin kein Inselbewohner, aber kann durchaus sein. Und natürlich auch da eine lange Historie, dass man quasi 1000 Jahre lang Invasoren auf die Insel dann abgewehrt hat. Und gleichzeitig aber auch, Stichwort Zugeständnisse an Maggie Thatcher damals, ja, die sprichwörtlich die Handtasche auf den Brüsseler Tisch geknallt hat und gesagt hat, I want my money back. Und dann hat man ihr das halbe Geld gegeben und das Ergebnis war schlechte Laune auf beiden Seiten, dass nämlich die einen gesagt haben, warum zahlen die eigentlich weniger als wir? Und die anderen gesagt haben, wir zahlen ja immer noch was. Und so kam dann eins zum anderen. Aber wenn man sich anschaut, Stichwort Populismus, das Wesen des Populismus ist, dass er mit Fakten nicht viel am Hut hat, sondern mehr mit Gefühlen. Und wenn ich jetzt mal sehe, wie Großbritannien oder auch die USA durch die Krise kommen, dann zeigt das eigentlich, dass Populisten meistens sehr viel schlechter regieren. Vor allem dann, wenn sie wirklich liefern müssen. Jetzt komme ich schon mal zum Thema Geld. Europäische Union wird Billionen, wirklich, man muss sich mal die Zahl vorstellen, mit diesen vielen Nullen hinten dran, Billionen ausgeben, um aus der Corona-Krise rauszukommen und um auch den Mitgliedstaaten eine Unterstützung zu geben.
Die Grundfrage ist, aber Geld alleine löst es ja nicht, sondern man muss ja mit Geld auch eine Idee haben. Man muss dann sagen, wir wollen, dass dieses Geld ausgegeben wird für bestimmte Ziele, für besondere Investments, zur Bewältigung der Krise und trotzdem gleichzeitig den Anreiz geben, Strukturveränderungen zu machen, so wie ich es eben gerade angesprochen hatte. Es gibt ja noch ein paar Themen, die die Europäische Union ja zu Beginn der Präsidentschaft von von der Leyen besonders hervorgerufen hat oder ausgerufen hat, die im Moment im Hintergrund sind, die keine so große Rolle spielen. Nach wie vor ist der Green Deal ein Thema, wird eben wenig darüber gesprochen, logischerweise, weil wenn es erstmal um Existenz geht, um unmittelbares Überleben, dann ist das für die Menschen nicht das vorderrangigste Thema. Ein wichtiges, nämlich das vorderrangigste. Ein weiteres Thema ist das Thema Digitalisierung. Glaubst du, das Thema Digitalisierung in dem Bewusstsein der Menschen auch ein Stück gewachsen ist, was das bedeutet? Und nicht nur beim Homeoffice, sondern in der Tat in der Frage der Kommunikation, in der Frage der Herstellung von Produkten und ich möchte auch mal sagen, in der Frage der Innovationsfähigkeit und Freudigkeit. Also wie schnell sind wir denn, bestimmte Dinge anzubieten? Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wenn es um diese Tracing-App geht, ne, dass ich schauen kann, wem bin ich irgendwo begegnet, der infiziert oder nicht infiziert ist, dann ist es ja nicht so ein schönes Bild, wenn wir sehen, wie lange die Diskussion darum geht und wir nicht imstande sind, eine schnelle Lösung anzubieten, weil wir von amerikanischen Konzernen abhängig sind. Das ist das eine, aber das andere ist auch, dass wir an dieser Stelle mindestens mal eine europäische Lösung brauchen. Weil ansonsten klappt das ja wieder mit der Freizügigkeit nicht, die wir alle dringend wollen. Und wenn am Ende quasi sich naturwüchsig unterschiedliche Sachen entwickeln und wir am Ende mit der Tracing-App so dastehen wie mit den unterschiedlichen Steckern in Europa, dann haben wir weiterhin ein Problem. Ich glaube, dass, wenn wir uns betrachten, die gemeinsame Arbeit nach der Krise, wir werden jetzt, momentan sind wir im Soforthilfemodus. Und dann irgendwann wird das sich in den Konjunkturprogrammmodus verändern. Und dann ist schon eine spannende Frage, wie wir das machen. Und ob wir das so hinkriegen, dass wir jetzt die wirklich zukunftsweisenden Sachen fördern oder nur das, was wir quasi schon kennen. Und Digitalisierung ist deshalb auch ein schönes Beispiel, weil wir ja letztes Jahr uns gemeinsam im Bundesrat mehrfach über den Digitalpakt Schule auseinandergesetzt haben. Und die Frage, wie wird das eigentlich gemacht und wer zahlt was und wie wird auch dafür gesorgt, dass es funktioniert. Und das war alles unfassbar mühselig, kompliziert. Und die Leute haben gesagt, es muss ganz schnell gehen, aber so nicht und mit allem, was dazugehört. Und heute wäre jeder froh, wenn unser Schulsystem schon digitalisierter wäre, beziehungsweise diejenigen, die das schon gut hingekriegt haben, stehen jetzt besser da in dem Moment, wo sie die Schülerinnen und Schüler erreichen müssen, die eben nicht in der Schule sind, als diejenigen, die sich bisher nicht drum gekümmert haben. Und deswegen wird das einer der Punkte sein, wo wir gemeinsam daran arbeiten werden, in den Ländern, in Deutschland, in Europa, dass das schneller wird. Und Stichwort Videokonferenz. Wir haben jetzt alle so einen Crashkurs bekommen in, wie geht Telefonkonferenz und Videokonferenz, wenn man sich nicht sehen kann, das wird nicht mehr wegzukriegen sein. Im Gegenteil, da werden jetzt alle daran arbeiten, dass das in Zukunft der neue Standard wird. Der Mensch ist und bleibt ein soziales Wesen. Er will sich auch noch mal treffen und nicht immer nur in Einzelkäfighaltung im Büro sitzen oder zu Hause, völlig klar. Aber die Art und Weise, wie wir arbeiten, die wird sich sicherlich verändern. Und wenn Europa da Investitionen in die richtige Richtung lenkt, in Richtung Digitalisierung, in Richtung Innovation, in Richtung auch Klimaschutz, dann wird das sicherlich einer der Punkte sein, wo wir auch wieder weltmarktmäßig am Ende lange davon leben können. Die Chinesen machen das übrigens alles schon. Die Chinesen machen schon ganz viel, die haben aber ein anderes System als wir, eins, das wir nicht haben wollen. Wir sind starke Demokratien innerhalb der Europäischen Union und haben Staaten, die viel auf die Freiheit der Bürger setzen und wollen die Menschen auch nicht entsprechend überwachen. Und insofern ist immer die Frage, ne, wie können wir das als große Demokratie entsprechend tun und nicht unter einem Regime, wie es in China ist. Das ist schon das anstrengende Antworten zu geben. Und wir können die langfristigen Pläne nicht machen, weil es bei uns glücklicherweise zwischendurch auch mal Wahlen liegen. Ja, so ist das. Und übrigens das Problem an 5-Jahresplänen ist, wenn man das Falsche entscheidet, geht es 5 Jahre lang auch in die falsche Richtung.
Und an China kann man übrigens jetzt gerade in dieser Corona-Pandemie auch beide Seiten sehen. Als sie das Problem dann richtig angegangen sind, dann sind sie das wirklich generalstabsmäßig angegangen, fast schon militärisch. Und auf der anderen Seite, wären sie eine freie Gesellschaft, wäre das Problem vielleicht nie so groß geworden, weil dann eine Zeitung darüber berichtet hätte, was der Arzt aus Wuhan ganz am Anfang schon gesagt hat, als ihm das System dann mundtot gemacht hat. Und so sieht man beide Seiten, glaube ich, wie in einem Brennglas. Und ich bin überzeugt davon, dass am Ende freie Gesellschaften auch kreativere Gesellschaften sind, die schneller zu Lösungen kommen. Und dass am Ende, Stichwort Unterdrückung von Fakten, das immer richtig ist, wenn die Fakten auf den Tisch kommen. Ja, ich glaube, was wir wieder ein Stück auch lernen dürfen, lernen müssen, sind kritische Diskussionen, dass die aber so geführt werden, dass die ja, im Prinzip, dass die uns weiterbringen, dass die auch als gut und als sinnvoll verstanden werden und nicht von vornherein als behindernde Kritik verstanden werden. Und das ist auch eine Chance, glaube ich, jetzt in der Europawoche das ein bisschen zu machen, indem wir erstens mal den Wert der Europäischen Union zeigen können, dass wir wirtschaftlichen Nutzen haben, wir mit dem Herzen aber auch dabei sein müssen, dass wir in einer Freiheit leben, die andere sich wünschen würden, gar keine Frage, und dass wir unsere Aufgabe ist, das zu erhalten. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir so leben, wie wir leben. Und ich glaube, dass viele das im Moment auch spüren, dass diese Selbstverständlichkeiten des Wohlstandes für den einen oder anderen in Frage stehen, die Existenznöte haben, die Existenzängste haben und wir eine gemeinsame Aufbauarbeit brauchen. Ich hoffe, dass die Leute sich auch noch daran erinnern. Am Anfang der Krise gab es sehr viel Solidarität, weil das Erschrecken so groß war und auch Verständnis für den jeweils anderen. Je länger das Ganze dauert, umso mehr taucht bei manchen auch wieder so ein bisschen schlechte Laune auf, so im Sinne von, warum die und nicht ich und warum nicht ich, wenn dann der. Und ich glaube, an dem Punkt hilft es aber immer nur, einfach darauf hinzuweisen, die Perspektive zu weiten, sich zu überlegen, warum jetzt manches so passiert und was denn auch vielleicht auch negative Konsequenzen wären, wenn man es anders macht. Und was Europa angeht, also ich träume davon, wieder sagen freizügig durch Europa zu gehen und über Grenzen zu hüpfen, die noch so als Erinnerung da waren. Also wir haben ja doch gute Chancen, dass so im Laufe der nächsten Monate die eine oder andere Grenze wieder passierbar ist für uns. Und dann hoffen wir gemeinsam, dass im nächsten Jahr die Situation wieder so ist, ne, dass wir das genießen können, was wir in der letzten Zeit, auch in den letzten Jahren auch hatten. Und wir in der Weiterentwicklung arbeiten und trotzdem auch nicht vergessen, dass es die Krise gegeben hat. Und wir uns darauf vorbereiten, wie wir auf die nächste antworten oder was wir lernen, weil das ist immer die Frage, was ist in der Krise, was passiert, wie reagiert man darauf, was macht man richtig, was macht man unter Umständen auch falsch, werden auch Fehler gemacht, es wird gar nicht zu vermeiden sein, aber das als Chance zu verstehen, daraus zu lernen, ist dann wiederum besser zu machen für etwas, was dann kommen kann, eine Krise, die auch ganz anders sein kann. Vielleicht freut man sich dann über Selbstverständlichkeiten, also Frühling im Biergarten oder Ausflug nach Straßburg. Oder eine schöne Veranstaltung bei der Europawoche. Unbedingt. Ich sage jetzt mal ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das war von uns ein Versuch, die Europawoche in einer anderen Form mal stattfinden zu lassen, einen Beitrag zur Diskussion zu leisten. Und diskutieren Sie mit und vor allen Dingen sage ich, lassen Sie Ihr Herz für die Europäische Union schlagen. Das ist wichtig und richtig und ist es wert. Mhm.